Und Sie hören schon, da wird auch schon gelacht. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Maria Nasswetter, jetzt wird nicht nur gelacht, sondern auch gejodelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Hey, die, hey, die, hey, die, ei, du, iri, ei, ho, die. So, Edi, jetzt du. Das war ein Spezialjodler. Den kenne ich gar nicht. Den kennen Sie gar nicht. Also. Besser den, hey, die, hey, die, machen wir nochmal. Edi, hey, mal, die. Ja, super. Wow. Ja, das wird schon. Ja. Und genau so lehre ich das. Also man muss sich trauen. Das ist das Wichtige. Einmal drüber trauen, sich selber wahrzunehmen. Und dann jodelt man auch gemeinsam. Das ist das Tolle. Also es geht um Kommunikation und Interaktion. Genau, damit ich die Zuseher sich auskennen, was da gerade passiert. Ja? Sie unterrichten Jodeln to go. Das heißt, wie kommt man denn auf das? Das ist ja ganz spezifisch. Darauf kommt man. Ich habe vor 10 Jahren das zum ersten Mal in der Heidenkapelle im Schloss Esterhazy kennengelernt, habe gedacht, wow, das ist cool, Jodeln, das hat was. Ich will das, ich will mehr. Ich habe dann diverse Kurse, Steiermark, Südtirol, in der Schweiz gemacht und dann wollte ich es aber nach Wien bringen, das urbane Jodeln jetzt hier. Wo treffe ich, wo finde ich sozusagen Leute, die mit mir jodeln, die, wo sind die? Und dann haben wir gedacht, bei einer Zugsfahrt Jodeln to go, klingt cool, mache eine Webseite und ruf die Leute zusammen. Dann kamen, glaube ich, am ersten Mal 30 Leute und das wurde so weit, bis dann 100 da waren und ich musste dann auch irgendwie schauen, dass ich Workshops mache und so weiter. Ich habe sehr viele Leute zusammengebracht, die haben sich auch teilweise wieder getroffen, die waren aus den Bundesländern oder aus den Umländern, die haben sich wieder getroffen oder neu formiert oder das überhaupt kennengelernt. Eine Frage, welche Voraussetzungen muss man haben zum Jodeln? Kann da jeder kommen, braucht eine wunderschöne Stimme? Oder? Na, wenn Sie rufen und raunzen können, weil ich sage immer, Jodeln kommt vom Rufen, hey, hey, oder vom Raunzen, jo, jo, la, das kenne ich. Also, wenn Sie diese Voraussetzung mitbringen, dann können Sie kommen und ich bringe Ihnen das bei. Und Sie lernen tolle Leute kennen. Also, ich habe in diesen 10 Jahren wirklich wunderbare Leute kennengelernt, von klein zu groß, zu Engagements am Raimundtheater verholfen, einem kleinen Buben zu einer Hauptrolle, Leuten zu Engagements. Man kann es wirklich, ich sage, man soll sich trauen. Man soll sich trauen und es geht darum, dass ich als Kommunikationstrainerin, mir ist es wichtig, dass sie interagieren, dass wir das miteinander machen. Und das ist eine besondere Art, sich selber nämlich wahrzunehmen und auch den anderen gleichzeitig. Das ist das Spannende. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch gerade die erste Hürde zu überwinden ist, dass man überhaupt mal sich das traut vor fremden Menschen, oder? Ist das nicht auch schon allein pädagogisch ein bisschen sehr wertvoll, dass man sagt, natürlich. Jetzt jodle ich da, oder? Ich sage ja, Mut haben. Ja? Ich habe mit Firmenchefs gejodelt, mit Leuten, die überrascht waren im Team Außen- und Innendienst, die nicht gewusst haben, was auf sie zukommt, die dann nachher gesagt haben, wow, also jetzt habe ich mal mitgekriegt, wie ich mich auf meinen Kollegen verlassen kann. Ja, die haben dann so kurze Aufgaben gekriegt. Ich habe das weiterentwickelt. Ich bin ja Soziologin. Ich befasse mich ja mit der Interaktion, mit dem Miteinander. Ich habe das weiterentwickelt in Tools. Wie kann man sozusagen besser an die Kunden gehen, an die Mitarbeiter, ein neues Team bilden und so weiter. Und jetzt war die Frage, wer ist besser fürs Jodeln? Die, vom Talent her. Oder wer macht es lieber? Die Frauen oder die Männer? Kann man gar nicht sagen. Kann man gar nicht sagen. Die Männer sind immer irgendwie erstaunt, wie hoch hinauf sie kommen, wenn sie sich trauen. Weil es ist so ein bisschen gewohnt, im Jodeln ist, haben wir ja nicht diese Trennung zwischen Alt und Bass und Tenor, sondern wir nähern uns an. Das ist ja sehr toll, weil wir sozusagen in der Stimmlage gleich sind. Das heißt, Männer glauben, sie kommen gar nicht so in die Kopfstimme und sind ganz erstaunt. Und es gibt wunderbare, ganz hohe Männerstimmen. Jodeltenöre. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, eben ja, nicht. Weiß, ja, sondern und dieses Trauen und dieses Ausprobieren und dieses sich mal wahrnehmen ist was ganz Besonderes. Vielleicht, wir sind nämlich leider Gottes schon bald am Ende unserer Zeit angekommen, vielleicht nochmal so ein Einstiegsjodel für die Zuseher, den Sie zu Hause nachmachen können, dass Sie kurz eine Anleitung geben, wie man damit jetzt beginnt. Und dann machen wir vielleicht alle mit, oder? Ja, ich schau mal. Trie, hohe, hohe. Ho, trie, ho, 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 trie, ho, 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 trie, ho, ho. Geht es noch aus, dass Sie es nochmal machen und ich mache die zweite Stimme dazu? Absolut. Trie, ho, 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 ho
jetzt bin ich verwirrt. Super, sie ist das super. Das ist gut. Also, das ist ja herrlich. Also wenn es das bringt, dann auf jeden Fall Glücksgefühle. Ja, ich fühle mich jetzt schon lustiger. Sehr gut, also, ja, ganz toll. Eine tolle Geschichte. Ja, also jodlerin.at kann man mich kontaktieren per E-Mail und super. Per Telefon. Super. Und das nächste Mal in Wien, irgendwie kann man irgendwo hinkommen, planen Sie was? Ja, es ist einmal im Monat, jeden Dienstag, steht auch auf der jodlerin.at, ist am ersten Dienstag im Monat, im November. Bitte kommen. Super. Darf ich noch eine Frage stellen? Wir haben immer den Kikeriki am Anfang. Und sie quält mich immer, macht mir den Hahn quasi. Ja. Kikeriki. Ja. Den Hahn, nein, aber der macht den Kikeriki. Hängt es am Jodeln zusammen? Kann ich, wenn ich jetzt Jodeln übe, den Hahn besser, den Kikeriki? Bestimmt. Okay. Also einfach kommen zum Jodeln to go. Im November. Zum nächsten Jodeln to go, bitte. Schick meine Kamera mit. Super. Vielen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. So euphorisch schon, so viel gejogelt in diesen frühen Morgenstunden. Jetzt haben wir uns eine kurze Pause verdient. Sie auch, Sie können noch weiter üben. Wir sind aber gleich wieder zurück, also bleiben Sie bei uns.